Wir treffen den Mann, der gerade die halbe Welt zum Ausrasten bringt. Der Grund, das wohl umstrittenste Angebot im aktuellen Filmkosmos. Du hast 365 Tage. Ich werde nichts unversucht lassen, um deine Liebe zu gewinnen. Im Film 365 Days spielt Michele Morone Mafia-Boss Massimo, der seine angebetete Laura entführt und ihr ein Jahr Zeit gibt, sich in ihn zu verlieben. Der Erotik-Thriller gehört in zig Ländern zu den erfolgreichsten Streaming-Filmen des Jahres und macht Michele Morone zum Megastar. Ich musste im Hotel die Security rufen, weil auf einmal, keine Ahnung, wie die da hingekommen sind, 15 Fans gegen meine Zimmertür gehämmert haben. Das war verrückt. Und gestern am Flughafen trug ich Sonnenbrille und eine Maske. Aber beim Rauchen haben mich Fans sogar nur anhand der Tattoos auf meinen Händen erkannt. Der Italiener Schauspieler seit 7 Jahren. Der große Durchbruch blieb aber lange aus. Vor 2 Jahren dann der Tiefpunkt. Nach der Scheidung von Designerin Ruba Sade, mit der er 2 Söhne hat, fällt Michele in ein Loch. Er hängt die Schauspielerei an den Nagel und arbeitet als Gärtner, bis die Anfrage kommt, die sein Leben verändern wird. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit dem richtigen Aussehen. Denn Massimo hat laut Drehbuch dunkle Augen, dunkle Haare und einen guten Körperbau. Man hat mich also ausgesucht, weil Massimo im Buch exakt so beschrieben ist, wie ich es bin. Ja, sein Aussehen wird für den 29-Jährigen zum Jackpot. Ganz nach dem Motto Sex sells machen ihn die pikanten Szenen weltberühmt. Mit dem neuen Superstar-Status kann Michele aber gar nicht viel anfangen, wird bei unserem Dreh fast schüchtern. Das hier ist wirklich unangenehm für mich. Auch am Set, wenn ich irgendwelche Fotos für eine Kampagne machen soll, habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Denn ich bin kein Model. Dann sind da irgendwelche Spitzenmodels neben mir, die mir zeigen wollen, wie ich posen muss. Und ich fühle mich einfach nur seltsam. Und plötzlich eröffnen sich dem bis vor kurzem perspektivlosen Künstler noch viel mehr Möglichkeiten. Ich war mit dem Regisseur beim Abendessen und er fragte mich, was machst du so neben der Schauspielerei? Und ich schreibe gerne Lieder und habe ihm einige vorgespielt. Und er ist völlig ausgeflippt und hat gesagt, oh, ich will diesen Song in 365 Days haben. Und so hat alles angefangen. 4 seiner Songs schaffen es auf den Soundtrack. Kurz darauf flattert ein Plattendeal ins Haus. Und die Ähnlichkeit zwischen Micheles Musik und seinem filmischen Türöffner lässt sich nicht so recht verleugnen. Gleich ob Musikvideo oder Songtext. Keep telling me I'm free to go, but I'm addicted to you. Aber einen klaren Vorteil hat Micheles Musik gegenüber dem Film, für den es trotz seines Erfolges Kritik hagelt. Der Grund? Vorwürfe, er würde Kidnapping und sexuellen Missbrauch verherrlichen. Lasst uns mal nicht vergessen, dass wir hier über Fiktion sprechen. Wir sprechen über etwas, das erfunden wurde. Bei der Musik hingegen kann ich ganz ich selbst sein. Derzeit sind sowohl Micheles zweites Album als auch eine Filmfortsetzung in Planung. Ob sich das wieder verbinden lässt, laut Michele gut möglich. Denn diese Symbiose könnte auch ein zweites Mal lukrativ funktionieren.